Hallo ihr Lieben, hier mal wieder ein kurzes Video über ein paar Pflanzen, wo ich gebeten worden bin, drum von meinem YouTube-Kanal. Also hier ist Brigitte Füsselier aus Paraguay und ich wurde gebeten, dass ich einige der neuen Produkte dieser Nahrungsergänzungsmittel euch mal erkläre, für was die alles helfen, unter anderem, weil jede von diesen Pflanzen hat so viele Art und Weise, wie sie sich im Körper auswirken und viele haben schon immer wieder gefragt gehabt beim Artemisa annua. Artemisa annua hat so viele verschiedene Wirkungsbereiche, aber vor allen Dingen macht es auch dein Blut wieder sauber, es steigt dein Immunsystem, wird es hochsteigern, es hilft unter anderem, was ich auch ganz überrascht bin, gegen Demenz und Alzheimer auch, hilft auch gegen Arthritis, Neuropathien und soll auch gegen Migräne helfen, aber auch ist es als das Wurmmittel bekannt. Also ganz, ganz viele Wirkungen, hilft auch bei Bronchitis. Also Artemisa annua sollte in keiner Hausapotheke fehlen. Also denkt dran. Diese Mittel gibt es überall, auch bei meinen Zweigstellen, sagen wir mal, wo die Leute mitverkaufen, wie in Casapa. Es gibt sie auch bei der Martina in Sommerhof, in Melgarejo, auch bei der Carmen bei der Christel in Carmen del Paraná. Also da findest du es überall, auch wenn nicht, dann auch hier in Asunción oder bei mir selbst in San Lorenzo. Dann natürlich auch der berühmte Löwenzahn. Der ist natürlich für ganz viele Sachen auch wichtig, für die Reinigung, für die Ausspülung, mal so eine richtige Frühjahrskur machen zum Ausspülen von den ganzen Giftstoffen im Körper, wo man drin hat, hilft also ganz stark der Löwenzahn mit und für die Leber und Galle ist er auch sehr, sehr gut. Natürlich haben wir dann auch noch Yantén. Yantén oder Breitwegerich ist auch ein natürliches Antibiotikum, hilft auch dein Immunsystem zu stärken und ist auch ein Mittel, wo die Bakterizide, also entzündungshemmend auch ist. Also sehr, sehr wichtig auch in der Hausapotheke. Und dann natürlich auch noch haben wir da Cola de Carvalho, Zinnkraut, das ist also auch entzündungshemmend, stärkt auch das Bindegewebe bei Harnwegsinfektionen. Man soll es aber nicht am Abend nehmen, weil sonst stehst du die ganze Nacht im Badezimmer. Also bitte tagsüber einnehmen, nicht am Abend, ganz, ganz wichtig auch. Auch nicht zu lange einnehmen, weil sonst kann es einen Vitamin-B-Mangel im Körper geben. Also, liebe Leutchen, ein paar neue Mittelchen wieder. Ganz, ganz wichtig für euch alle. Und denkt dran, auch Neem wie die anderen Mittel sind alle leicht erhältlich. Und ihr könnt auch jederzeit bei mir privat meine Konsulta machen, auch gerne. Ihr habt ja meine Nummer 0983 471 613. Und wenn jemand aus Deutschland mir schreiben sollte, dann muss er die 595 983 471 613 wählen. WhatsApp am besten bei mir immer. Okay, macht es ganz gut, einen wunderschönen Tag noch und wir sehen uns vielleicht am Samstag auf dem Markt in San Bernardino. Also macht es gut, Servus dann, pfiat euch!